Ja, da hatte ich aber noch einen Senior an meiner Seite, der immer sagt hat, was ist wichtiger beim Auto? Das Gas oder die Bremse? Genau. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie ich die Farbe auf gelb umgestellt habe. Wir hatten so ein schönes weißes Briefpapier mit so schwarzen, dicken Blättern. Hat er gesagt, das ist der Anfang vom Ende. Ich finde, es war ein guter Anfang. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Warum eigentlich Trier? Na, wegen des Rheins. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine und Stefan und begrüßen euch zur mittlerweile 51. Folge. Hallo, hallo. Und auch für die waren wir wieder unterwegs, nämlich diesmal in Bamberg. Schon eine Weile her. Genau, Ende Juli waren wir da und wir waren Anfang 2019 schon mal in Bamberg und haben uns dann natürlich entsprechend durchgetrunken und damals auch den Shop der Firma Weiermann besucht. Und etwas später haben wir den Christian Wilke kennengelernt, der bei Weiermann arbeitet und der gesagt hat, Mensch, irgendwie, wenn es irgendwie geht, kommt doch mal zu uns, kommt doch uns mal besuchen in Bamberg und sprecht mit der Chefin und dann zeige ich euch die Malzfabrik. Weltmarktführerin Sabine Weiermann. Genau. Und das haben wir jetzt endlich machen können, Ende Juli. Und daraus ist ein sehr schönes Interview mit der Sabine Weiermann geworden. Da war der Christian Wilke auch mit dabei und spricht ab und an mal aus dem Off rein. Und wir haben aber auch mit dem Christian ein Interview gemacht. Und der hat uns tatsächlich eine ganz tolle Führung zukommen lassen durch die Malzfabrik. Und da haben wir eigentlich eher das Mikrofon so als Gedächtnisprotokoll mitlaufen lassen. Und jetzt haben wir das so ausgewertet quasi und gedacht, Mensch, das ist eigentlich so eine schöne Dokumentation. Und deswegen machen wir was sehr Ungewöhnliches. Wir machen zwei Folgen zu einem Thema. Das war jetzt so ein toller Cliffhanger. Ich hoffe, es ist keiner enttäuscht über die Auflösung. Genau, und zwar seid ihr gerade mitten in Folge 1, das ist das Interview mit Sabine Weiermann. Und es wird eine zweite Folge geben, da ist es das Interview mit dem Christian Wilke. Genau, das ist ein bisschen Kopfkino, wahrscheinlich im Auto bei hoher Geschwindigkeit etwas spröde zu hören. Auf dem Kopfhörer ist es eigentlich ganz schön. Und genau, das wird die zweite Folge sein, die werden wir in einer Woche rausschießen. Aber bleiben wir doch erstmal bei Folge 1. Wir haben mit Sabine Weiermann gesprochen, die hat sich für uns eine Stunde Zeit genommen, das fand ich ganz toll. Pandemiegerecht haben wir uns da zusammengesetzt. Es gibt ein wunderschönes Foto, das Christian von uns geschossen hat, wo wir wie die Zinnsoldaten mit 1,50 Meter Abstand nebeneinander aufgereiht stehen und die Weltmarktführerin Sabine Weiermann in der Mitte, rechts und links Hopcast und hinter uns Bier. Das ist an sich ein wunderschönes Foto geworden. Es war ein tolles Gespräch, es ist auch eine beeindruckende Person. Man muss sagen, Sabine Weiermann hat ja diese Kraftbierbewegung von Anfang an begleitet. In Deutschland. Ja, und international. Und international. Und sie hat ihr natürlich auch diesen Aufstieg, diese Expansion des Unternehmens mit zu verdanken. Sie hat mit 27 Jahren den Laden übernommen von ihrem Vater. Sie hatte damals frisch zu Ende studiert, Brau- und Lebensmitteltechnologie an der TU München in Freising. Und das war ein Betrieb, der düppelte so ein bisschen vor sich hin, die Biersituation. In Deutschland, der Biermarkt war relativ geklärt. Große Unternehmen sorgten für entsprechenden Preisdruck und die Biere waren relativ uniform. Für Spezialmalze war das jetzt nicht die Oase. Und dann gab es eine Reise und aus dieser Reise hat sich das entwickelt, was wir heute als Weiermann Malz kennen. Spannende Geschichte. Wir werden darauf ein wenig in dem Interview eingehen und wir werden auch hören, wie das da ist mit der Unternehmensnachfolge. Und ich kann nur sagen, Malz ist definitiv dicker als Wasser in diesem Fall. Also diese Familie blutet rot-gelb, denke ich. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in diesen Shop wart. Es ist ja ganz erstaunlich, was man alles in rot-gelb für Fanartikel produzieren kann. Ja. Da sind die wirklich sehr kreativ. Macht wirklich Spaß. Aber da wird euch Sabine Weiermann gleich mehr drüber erzählen. Und ich möchte schon mal anteasern, oder wir möchten schon mal anteasern, wir haben noch einen kleinen besonderen Buchtipp am Ende dieser Sendung für euch. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir mal durch. Oder was sagst du, Stefan? Wie Udo sagen würde, lass starten. Hopcast, a dibi Hopcast, a dibi Hopcast. 140 Jahre
Weiermann, vierte Generation. Ich habe gelesen, die fünfte Generation steht schon in den Startlöchern, Ihre Tochter. Das ist richtig, die steht nicht nur in den Startlöchern, sondern gestaltet aktiv mit. Ja, meine Tochter ist ja aufgewachsen, die ist ja da hinein geboren, genauso wie ich auch, und begleitet mein Leben seit 30 Jahren. Also begleitet mein Leben heißt, sie ist literally neben mir. Also von daher kann man nicht sagen, sie startet erst, sondern sie ist schon mittendrin. Die ist schon voll sozusagen in der Fahrt. Genau. Franziska heißt sie? Genau. Wenn Sie Franziska einen Rat geben, wenn sie diesen Laden salopp gesagt übernimmt, was würden Sie ihr raten, was sie unbedingt nicht tun sollte? Nachdem ich ja positiv denke, kann ich gar nicht sagen, was sie nicht tun sollte. Aber wenn es die Frage ist, was sollte sie nicht tun, ich formuliere sie um, was sollte sie unbedingt tun, sich immer auf ihr eigenes Bauchgefühl verlassen. Gelingt das bei Ihnen immer? Es gelingt mir oft. Immer gelingt es mir nicht, aber es gelingt mir oft. Also ich gebe meinem Bauchgefühl schon einen großen Stellenwert. Einfach dieses, fühle ich mich wohl in der Situation. Ich bin ja sehr stark von Amerika geprägt, das ist ja auch unser Hauptabsatzland. Da ist ja diese Aussage, do you feel comfortable, ist ja eine ganz wichtige Geschichte. Und die habe ich gerne mit nach Deutschland genommen und frage mich immer, fühle ich mich wohl in der Situation? Und jetzt habe ich ja diese wunderbare Situation, dass ich als Chefin mir meine Welt erschaffen kann. Da sollte ich mich schon wohlfühlen in meiner Welt. Tue ich auch. Wie muss denn so eine Welt aussehen, damit Sie sich wohlfühlen? Bunt. Bunt von den Farben her, bunt von der Biervielfalt und bunt von der Nationalitätenvielfalt. Also mein Leben nur auf Bamberg beschränkt, wäre sicher viel zu klein. Ja. Also ich kann es gut haben, ich spreche auch vier Sprachen, also ich bin einfach in der Welt zu Hause. Welche Sprachen sind das? Deutsch, Englisch, Fränkisch zähle ich jetzt noch gar nicht mit dazu. Italienisch, Spanisch und Französisch. Ah. Ich kann mich ein bisschen auf Russisch unterhalten, so die paar Brocken, kann etwas Japanisch, also ich stelle mich sehr auf meine Kundenländer ein. Ach toll. Und das tut mir gut und auch dem Kunden gut, weil das ist natürlich ein Heart-Opener, wenn man schon mal ein paar Worte sagen kann, ist einfach immer schön. Das heißt, von Ihrer Sprachkenntnis können wir schon Rückschlüsse ziehen auf Ihre Absatzmärkte? Es wär zu klein gedacht, wenn es nur die vier wären oder die sechs, genau. Das heißt, Sie müssen sich eigentlich noch mal auf den Hosenboden setzen. Genau, ich komme ja ganz gut durch. Also mit den 135 Ländern, die zählen wir ja immer mal durch. Oder 140 Länder. Ich komme immer durcheinander mit den 146. Genau. Wahnsinn, da kommt es ein bisschen aus dem Off, weil der Christian ein bisschen weiter weg sitzt, der ist auch dabei. Ja. Also. Wahnsinn. Es ist ausreichend. Und diese ausländischen Absatzmärkte, sind die wirklich, also es gibt ja diese Geschichte, die man überall lesen kann, dass Sie mit Ihrem Mann eine Reise zu einer Hochzeit unternommen haben und da dann sozusagen Craft Beer in den USA entdeckt haben. Genau. Und war das wirklich der Initialpunkt? Total. Für, also davor war wirklich hauptsächlich der deutsche Markt? Total, davor waren wir eine gut gehende, kleine deutsche Mälzerei, die durchaus ihre guten Kunden hatten, aber nur wenige große eben und weit entfernt vom Craft Beer Markt. Ja. Und diese Geschichte mit Texas, die ist so wahr, wie ich hier sitze, weil es einfach eine schöne Geschichte ist. Und es ist hier auch so, dass es die, ich glaube, das war die vierte Gasthausbrauerei, die überhaupt in Amerika eröffnet worden ist. Also wo Sie damals waren. Wir hatten wirklich unheimliches Glück, dass wir genau dahin gegangen sind und dann auch reingegangen sind und uns dann auch noch Bier bestellt haben. Und auch das Glück, dass der uns einen ganzen Sampler gebracht hat. Und ich weiß nicht, wie oft ich die Geschichte schon erzählt habe und ich gesagt habe, diese Biere kann ich gar nicht trinken. Thomas, kannst du die für mich zu Ende trinken, weil die viel zu viel Geschmack haben? Ich kann die gar nicht, wusste gar nicht, wohin ich mit einem Stout in meinem Mund sollte. Und dann haben wir uns beide gesagt, woher kommen diese Biere? Wir sind ja beide Absolventen von der TU München, von Weinstephan. Und er hat gesagt, das wurde uns nicht erzählt. Es ist immer nur erzählt, Amerika hat ganz dünne, geschmacklose Biere. Was wir alle wissen, dass es noch sehr viel mehr Biervielfalt hat. Also die Geschichte stimmt.
Ja, weil ich war selber 2001 in den USA, in Nashville und Montana, und da war es zum Beispiel so, also auch als begeisterter Biertrinker, aber ich habe tatsächlich nur diese komischen amerikanischen Biere getrunken. Na gut, Montana ist ja jetzt nicht so bekannt, dass es mega fortschrittlich ist. Aber das hat es wahrscheinlich da 2001 schon gegeben, aber genau. Ich habe wirklich nur, waren wirklich nur in den Läden, wo es halt eben Millers und was es da alles so gab, also wirklich nichts Spannendes eigentlich. Ja. Du hast einfach mal Pech gehabt. Ich habe Pech gehabt, tatsächlich. Also dass sie Glück hatten auch für dieses Unternehmen. Wir haben Glück gehabt und daraus hat sich einfach wir haben diese Chance erkannt und haben gesagt, das müssen wir testen, ob es noch mehr solche Brauereien gibt. Damals hatten wir in Texas ja nur eine Woche Zeit und wir sind dann auf eine Messe gefahren und das war einfach gigantisch. Also wir im dunklen Anzug, mit dunklem Kostüm. Mein Gastgeschenk war eine Krawattennadel. Die Geschichte mag ich total gerne. Die ist aber auch so super, weil wie ich die da alle da vorbei habe, laufen sehen mit ihren Wanderstiefeln und dem Rucksack. Und dann habe ich da immer ganz schüchtern so mein Päckchen da gegeben und dann hat er gesagt, I don't even have a tie. Hab ich gedacht, oh Mann, wo bin ich denn hier hingekommen, wo der noch nicht mal eine Krawatte hat? Aber die Amerikaner, wie man ja sieht, haben uns abgeholt und irgendwann hat mein Mann gesagt, wenn die keine Krawatte tragen, dann trage ich auch keine Krawatte mehr. Wir haben uns einfach auf diese Geschichte sehr stark eingelassen. Und die Krawattennadeln haben sie dann auf der nächsten Braumediale verschenkt. Aber die gibt es immer noch. Mittlerweile haben die schon jetzt wieder eine Krawatte. Muss einfach durchhalten. Das ist einfach so eine schöne Geschichte, weil man sieht, wie da so zwei Kulturkreise aufeinandergeprallt sind. Ja. Der korrekte Deutsche, dann haben die auch alle noch gesagt, oh, Your English is like Oxford English. Damals habe ich gedacht, das ist ein echtes Kompliment. Heute weiß ich, dass es heißt, du gehst mal lieber heim und machst noch ein bisschen Englischkurse. Also war einfach eine gute Geschichte und da kommt jetzt wieder der Anfang, wo mich dann während dieser Messe jemand gefragt hat, kommt ihr nochmal? Könnt ihr euch das leisten? Dann habe ich gedacht, was soll die Frage, können wir uns das leisten? Da habe ich gesagt, klar kann ich mir einen Flug nach Amerika leisten. Aber der meinte es ja ganz anders, sondern der meinte, ist die Resonanz der Craft-Brauer so groß, dass es für euch Sinn macht, in diesen Markt zu investieren. Und da hat es ja bei uns erstmal Klick gemacht, dass ein Kunde fragt, wie fühlt ihr euch? Das war zu dieser Zeit noch sehr unbekannt im Kunden-Lieferanten-Verhältnis in Deutschland. Und es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Für uns hat es sich super gut gelohnt. Nicht nur die schöne Verbindung mit dem texanischen Freund, sondern einfach auch, es hat Weiermann modernisiert. Also es hat diesen frischen Wind reingebracht, den wir damals nach 120 Jahren gut gebrauchen konnten. Wie kam das denn zu Hause an? Ich hatte keine Senioren mehr, von daher kam es bei uns gut an. Es ist eine traurige Geschichte, wenn alle bald versterben, aber es ist natürlich auch eine gute Geschichte, weil ich hätte sie wahrscheinlich mit der Nachkriegsgeneration oder mit der Kriegsgeneration nicht so erfolgreich leben können. Ja, aber Sie hatten ja wahrscheinlich schon Mitarbeiter. Ja, ich hatte 20 Mitarbeiter, die gar kein Englisch konnten. Ich fand sie auch nur rudimentär. Also, und dann habe ich gedacht, also alle Oxford Englisch. Was passiert, wenn jetzt einer anruft und erwischt die falsche Durchwahl? Und dann habe ich gesagt, Leute müssen alle Englisch lernen. Und dann haben wir alle angefangen, Englisch zu lernen. Vom Schlossermeister bis zum Elektromeister. Und es war ein super Teambonding. Und das ist ja geblieben. Die Sprachkurse sind immer noch wichtig in unserem Leben, weil sie einfach viele Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen verbinden. Da ist der Betriebsleiter, sitzt da neben dem Azubi und der Craftbäcker, was weiß ich, mit der Dame aus der Exportabteilung. Und die erzählen sich Dinge, die sie sich im normalen Arbeitsalltag nie erzählen würden. Also. Sind das nur Englischkurse oder sind das auch andere Sprachen, die die Kollegen dann lernen das miteinander? Im Moment ist es Spanisch, Französisch, Englisch natürlich und Deutsch. Also Deutsch für unsere ausländischen Mitarbeiter. Und die Mitarbeiterzahl ist ja doch rapide nach oben gegangen, kann man sagen, oder? 260, ja. In welchem Bereich arbeiten die meisten Kollegen? Definitiv in der Produktion und in der Herstellung. Es ist ja einfach sehr aufwendig herzustellen und die kleinen Verpackungseinheiten, die wir haben, brauchen natürlich auch viel. Also sagen wir so, die große Kundenzahl verbunden mit der kleinen Verpackungseinheit und der Vielfalt der Produkte braucht eine große Anzahl von Menschen.
Ja. Sie sind ja damals ins kalte Wasser gesprungen. Das Studium frisch beendet? Also ich kann jetzt, es liest sich so, als ob ich ins kalte Wasser gesprungen wäre. Ich finde nicht, dass man ins kalte Wasser springt, wenn man sich für ein Studium in Weinstephan, wenn man sich als Frau, auch als Mann, für ein Studium in Weinstephan entscheidet. Das ist kein Sprung ins kalte Wasser, sondern da wird man einfach richtig fit gemacht. Das ist Frau- und Lebensmitteltechnologie und doch ist es ja was anderes, auf einmal ein Unternehmen zu leiten. Ja, aber man wächst ja auch in die Sachen hinein und es ist ja etwas, was wir immer leben bei Weiermann, dieses Grundvertrauen. Ja. Und ich glaube, dieses Grundvertrauen durfte ich mir einfach abholen von den damaligen Mitarbeitern. Das darf ich mir heute abholen, das holen sich meine Mitarbeiter von mir ab, dass die einfach sagen, das würde ich schon machen. Hab's ja auch gut gemacht. Ich habe gesagt, Leute, alle mir nach. Und das haben die auch gemacht. Also Sie waren 27. Ich glaube, man braucht einfach auch eine Vision irgendwo, dass man natürlich auch was erzählen kann. Aber ich habe diese Geschichte ja nicht alleine geschrieben, sondern jeder Mitarbeiter trägt ja was dazu bei. Ja, und doch kann ich mir vorstellen, 27 und dann steht man auf einmal da und sagt voller Selbstvertrauen, wir machen das jetzt. Das ja, da hatte ich aber noch einen Senior an meiner Seite, der immer sagt, einer seiner Lieblingssprüche war, stell dir vor, was ist wichtiger beim Auto? Das Gas oder die Bremse? Genau. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie ich die Farbe auf gelb umgestellt habe. Wir hatten so ein schönes weißes Briefpapier mit so schwarzen, dicken Blättern. Hat er gesagt, ist der Anfang vom Ende. Ich finde, es war ein guter Anfang. Also ich kann jetzt drüber lachen, das war nicht lustig. Also es ist einfach nie... Es ist immer kräftezehrend, wenn zwei Generationen aufeinander sich begegnen und unterschiedliche Vorstellungen haben. Ja, da muss man Wege finden. Wie ist es dann mit Ihnen und Ihrer Tochter? Das ist, geht gut, weil wir, glaube ich, nicht so abrupt aufeinander getroffen sind. Ich bin ja sehr abrupt, so wie Sie schon sagen, eingestiegen durch den mein Vater ist auch nicht plötzlich verstorben, sondern war lange krank. Aber bei Franziska ist das eine ganz andere Situation. Ich denke, auch 2020 ist... Da kennt man Mediatoren, da kennt man Seminare, da kennt man Coaches. Wer hat 1985 von einem Coach gesprochen? Ich wusste gar nicht, was das ist. Also heute werden wir alle gecoacht. Ich lasse mich coachen, meine Mitarbeiter werden gecoacht. Kannte man damals nicht. Aber es ist ja gut rausgegangen. Ich hatte ja einfach dieses berühmte Bauchgefühl und einfach Leute, die einfach dankbar waren, dass es weitergeht. Das ist ja auch ein wesentlicher Punkt in einem Familienunternehmen, dass immer einer da sein muss, der die Fackel weiterträgt. Und in diesem Fall sind es sogar zwei Frauen nacheinander dann, wenn man sie und ihre Tochter sich anschaut. Das ist jetzt aber auch nicht so alltäglich in dieser Branche, muss man einfach mal sagen, oder? Die interessante Geschichte war, dass meine Urgroßmutter schon mitgearbeitet hat. Die hat ja die Firma über schwierige Zeiten geführt, durch den Ersten Weltkrieg. Dann kam meine Großmutter, die gar nicht involviert war. Die Frauen der 50er Jahre waren einfach wohlaussehend oder gut aussehend zu Hause und haben ein schönes Haus geführt. Ja, so ist es schön. Ja. Also ich finde, es tut der Firma gut. Ich verstehe mich gut mit der. Ich nenne sie ja so Grand Lady. Ich verstehe mich gut mit ihr. Ich glaube, ich weiß, was sie braucht. Die Grand Lady ist... Hinter mir, ich schaue ja gerade auf das wunderschöne Backsteingebäude. Das finde ich ist die Grand Lady. Es ist einfach, ich stelle mir oft vor, was sie schon so alles erlebt hat. Und die steht einfach felsenfest da. Die geht ja durch Brände und Bomben und alles durch. Es steht immer noch. Es brennt oft hier, ne? Also wenn man mal so... Gott sei Dank nicht so oft, wie der Außenstehende empfindet. Ja. Genau. Für uns zu oft. Aber wir können das nicht ausschließen, wenn einfach mal ein technischer Defekt ist. Ja. Es ist einfach so. Und wir arbeiten natürlich mit hohen Temperaturen. Ja. Das müssen wir auch sagen. Und da ist einfach irgendwann mal Materialermüdung oder ein falsches Teil. Aber Gott sei Dank haben wir ja eine... sind wir gut angesiedelt in Bamberg und wenn auch nur bei uns der kleinste Alarm losgeht, fahren alle aus und das ist auch gut so. Ja. Also
Sie sprechen ja auf unseren großen Brand an vor 2 Jahren. Ja. Glücklicherweise bin ich nie da, wenn es brennt. Das ist mir sehr recht, weil ich dann immer mit neuer Energie wieder zurückkommen kann. Es würde mir das Herz brechen. Ja, das glaube ich. Ich könnte es nicht ertragen. Ich glaube, ich würde... ich möchte es mir auch gar nicht vorstellen. Die Bilder haben ja schon gereicht. Und bei dem letzten Brand waren wir ja auf dem Weg auf eine wichtige Messe in San Diego. Da hat uns die Nachricht in Los Angeles erreicht. Ist mein Mann dann am anderen Tag wieder zurückgeflogen. Und wie er hier war, hat er uns angerufen und hat gesagt, es schaut viel schlimmer aus wie auf den Fotos. Genau. Also ist aber gut. Wir haben gelernt, dass es auch das Feuer der Transformation sein kann. Und wir machen es einfach. Wir machen immer einen Schritt vor dem nächsten und machen alles wieder schön. Keiner braucht ein Feuer, keiner möchte ein Feuer. Wir sind einfach dankbar, dass nichts passiert ist und alles ersetzbar ist. Mhm. Das ist ja die gute Nachricht. Ja. Genau. Ja, dieses alte Gebäude, es ist eigentlich ein schönes Bild, was Sie sagen, weil es so unerschüttert ist, dann doch dort steht und ja auch so prägend ist. Ja, so, wenn man das dort haben wir aber bei dem Brand auch gemerkt, was dieses Gebäude für die Bamberger bedeutet. Für uns ist es einfach ein schönes Jahrhundertgebäude. Aber für die Bamberger ist es wirklich dieses Sinnbild, das steht schon immer da. Sie haben den Geruch ein bisschen in der Nase vom Malz. Manchmal auch ein bisschen mehr, ne? Manchmal ein bisschen mehr. Je nachdem, wie der Wind steht. Aber da stört sich auch gar niemand dran, sondern das gehört einfach dazu. Mhm. Und das habe ich in dem Brand gelernt, dass die Leute oft teilweise einen viel größeren Schock hatten. Also ich hatte schon den großen Schock, aber die waren einfach fassungslos. Weil die das ja auch brennen haben sehen. Und ist ja alles gut. Ist alles gut. Es steht noch da. Es steht noch da. Wir können es bezeugen. Es sieht immer noch aus schöner wie vorher. Ja, es sieht immer noch aus wie Charlie und die Schokoladenfabrik. Genau. Das ist, was wir von den Amerikanern gelernt haben. Auch dieses Video kannten wir gar nicht. Und wie die ersten Amerikaner kamen. Natürlich kamen die alle so in Shorts und so. Und dann hat der damalige Malzmeister gesagt, die haben ja noch nicht mal eine Krawatte an. Da habe ich gesagt, brauchen sie auch nicht. Das ist auch vollkommen egal. Und dann haben die gesagt, wow, this looks like chocolate, like Willy Wonka in the Chocolate Factory. Seitdem gibt es ja bei uns einen Bockbieranstich mit Willy Wonka, unser langjähriger Rechtsanwalt. Genau, ist ja oben an der Biertafel angeschrieben. Unser langjähriger Rechtsanwalt heißt auch noch Wonka. Ach, tatsächlich. Der hat dann mal gedacht, das ist für ihn gebraut. Genau, bis er dann mal von dem... Haben Sie ihn jemals aufgeklärt? Natürlich. Genau. Er hat sich gefragt, warum er nie eingeladen worden ist. Das ist einfach eine schöne... sind viele schöne Geschichten, die sich da in 140 Jahren ergeben haben. Wir hatten es vorhin bei der Ehrung, dass wir den Mitarbeiter gefragt haben, was war das schönste Erlebnis? Er hat gesagt, kann ich gar nicht beziffern oder beschreiben, weil ich einfach eine Kette von schönen Erlebnissen hatte über die ganzen Jahre. Gibt es einfach so schöne, viele Erlebnisse und ich denke, das ist ein großes Kompliment für eine Firma, wenn sie das sagen kann. Mhm. Wenn jemand nach 25 Jahren sagt, es war einfach schön. Und dazu gehört natürlich auch hier solche schönen Tische wie hier, die schön dekoriert sind, so ist es auch in unserer Kantine. Einfach dieses Wohlfühlklima. Also sich gegenseitig das Leben schön machen. Ja. Und auf den Kunden übertragen, dem Kunden das Leben leicht machen. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Vorsatz. Inzwischen ist diese Fabrik ja aber auch wirklich gewachsen. Man sieht ja auch einen großen neuen Teil. Ne? Ja. Wie ist da das Verhältnis? Oh, das ist eine interessante Frage. Neu zu alt. Das Neue überwiegt. Sie wollten wissen, wie das quadratmetermäßig. Oh, da erwischen Sie mich auf dem linken Fuß. Das kann ich nicht sagen. Also es ist natürlich, wir haben ja noch ein weiteres Logistikzentrum im Süden von Bamberg an der Autobahnauffahrt. Ich würde sagen, das ist überwiegt das Neue. Wenn man das Werk 3 nimmt. Genau, ja. Es gibt auch noch einen zweiten Standort, ne? Genau, in Haßfurt. Also wir strecken unsere Fühler ja in die unterschiedlichen Braugassengebiete aus.
Wir sind jetzt hier in Oberfranken, dann haben wir eine Produktionsstätte in Unterfranken. Ja, das ist immer was wir Norddeutsche nie verstehen, was oben und was oben. Und dann kommt noch Bier- und Weinfranken und Gott, wer soll das alles verstehen? Also an der Grenze zu Weinfranken, jetzt ist es in Spiebringen. Dort gibt es einen Anschluss für Schiffsentladungen. Dann haben wir vor ein paar Jahren eine Produktionsstätte in Thüringen mitten im Braugerstenanbaugebiet gekauft. Und wir haben eine Braugerstenerfassung in Turnau, das ist so 30 Kilometer von hier, wo wir die ganze Ernte anliefern lassen. Zwischenlagern und dann einen Pendelverkehr hierher haben. Ah ja. Spannend. Und in Haßfurt ist es, glaube ich, sogar, soll es irgendwann 100% energieneutral werden oder sowas, habe ich gelesen. Da sind sie auch. Die haben Lockheizkraftwerke, genau. Ja. Und hier arbeiten wir mit 100% Ökostrom. Ah ja, toll. Der auch nach, was ich heute selbst gelernt habe, auch nach Thüringen gebracht wird von Bamberg. Also wir sind gut, haben uns gut ausgebreitet, so in einem 200-Kilometer-Umkreis. Mhm. Und tatsächlich muss man sagen, der deutsche Markt, wie wichtig ist der im Vergleich zum internationalen für Sie und für Ihre Unternehmen? Der deutsche Markt ist uns wichtig, er wächst einfach nur nicht so stark. Ja. Da sind wir ja auch sehr stark vertreten. Kunden gehen ja mit uns, ich weiß nicht, in jahrzehntelange Geschäftsverbindungen. Dank den guten Kundenbetreuern, die wir haben, sind wir ja auch in der jungen Szene gut vertreten. Er wächst, aber er wächst nicht so stark wie andere Länder wie Amerika oder Brasilien. Was ist denn derzeit der stärkste Markt für Weyermann? Der stärkste Markt ist und bleibt Amerika. Also das ist einfach mit den jetzt 8000 Brauereien, das ist einfach ein starker Markt. Südamerika wächst. Es ist alles interessant. Es ist Korea interessant. Asien, es ist auch so interessant, weil sie einfach so unterschiedlich sind, die Märkte. Was unterscheidet den asiatischen Markt jetzt in Bezug auf Spezialmalze, nur am Rande 85 sind es ja, die sie herstellen, von dem amerikanischen? Ich würde sagen, sie nehmen alle die gleiche Anzahl, also sie greifen alle auf das gleiche Portfolio zurück, aber es sind unterschiedliche Wellen. Wenn jetzt in Amerika, ich nehme jetzt einfach mal diese fassgereiften Biere sind, dann dauert es einfach, die Amerikaner sind ja die Trendsetter, ist einfach eine gewisse zeitversetzte Wirkung auf andere Länder da. Und es sind einfach auch, Bier muss ja auch immer zu den Speisen passen, von daher gibt es Unterschiede. Russen lieben Weißbier, wäre jetzt in Amerika nicht so der große Renner. Also es ist einfach interessant, aber wir können nicht sagen, die Frage kommt jetzt bestimmt, was ist Ihr Malz, können Sie das meistverkaufte Malz pro Land sagen? Das können wir nicht sagen. Also wir können es auch nicht, sagen, im August gibt es besonders viel Karamünch und im April besonders Karapilz. Auch da gibt es kein Trend, weil wir einfach über alle Kontinente liefern und da die Jahreszeiten so unterschiedlich sind und die Geschmäcker einfach. Und das macht ja das Leben auch so, unser Leben auch so bunt und interessant, weil wir andere Nationalitäten haben, andere Absatzmärkte, das ist einfach. Dazu muss man ja dann auch noch interessanterweise sagen, dass wir ja das gar nicht direkt an die Brauereien liefern, sondern wir arbeiten ja mit einem Vertriebspartnersystem. Mhm. Das heißt, in den USA sind mehrere Vertriebspartner. Mhm. Das heißt, die kaufen das ja und da können wir ja dann gar nicht sagen, was anteilig wohin geht. Also klar, könnte man erfragen, aber dieses System hat sich ja bewährt. Herr Wilke, das ist nicht so ganz richtig. Wir wissen, wo sie hingehen. Ja. Aber nicht wer. Aber wir können nicht so ins Detail gehen. Ja, Aber ich kenne diese Frage von vielen Journalisten, die sagen, was ist Ihr meistverkauftes Malz? Wir sind am Ende des Tages auch ein bisschen transparent in dem, was wir tun. Und berechenbar. Verdammt berechenbar. Tatsächlich hätte ich diese Frage gestellt. Natürlich hätte ich diese Frage gestellt. Die nächste Frage, die mich interessieren würde, ist dieser Standort Bamberg jemals gefährdet, wenn der US-Markt für Sie so wichtig ist und Sie sich da so heimisch fühlen? Dass wir nach Amerika gehen würden, nein, das ist überhaupt gar kein Thema für uns, weil es wäre ja dann nicht mehr, wir glauben ja sehr stark an die Terroir-Geschichte, das wäre dann nicht mehr made in Germany, sondern das wäre dann, wir würden den Namen mitnehmen, aber es wäre eine andere Geschichte. Ja. Und die wollen wir nicht schreiben. Also wir genießen es sehr, dass wir hier in Bamberg so verwurzelt sind
auch mit unseren Landwirten so verwurzelt sind und dann immer die Inspiration in Amerika uns holen können. Aber wir möchten, es ist keine Idee, in Amerika eine Dependance aufzumachen. Mhm. Das ist für mich auch nicht glaubwürdig, wenn BMW seine Motorräder in Indien produziert oder die Autos in Amerika, dann ist es kein BMW mehr für mich. Ich möchte Weiermann-Walz in Deutschland produzieren. Und das auch hier in Bamberg. Und es hier in Bamberg. Da stecken wir unsere ganze Ingenieurleistung da rein, dass wir auch das letzte Quadratmeterchen noch ausnutzen. Kommen schon Platzprobleme auf. Ab und zu kommen wir fast in Platzprobleme, aber nur ab und zu. Das ist wahrscheinlich immer ein guter Draht sein zu den Bamberger Stadtvätern, damit man da mal miteinander spricht, kann ich mir vorstellen. Es ist einfach schön. Wir sind ja auch, Thomas und ich sind ja auch Bamberg-Botschafter. Mhm. Und wir bezeichnen ja auch jeden Weiermann-Sack, der Bamberg verlässt, als Botschafter. Und dann haben wir eine schöne Idee, nämlich den Happy Circle. Dann gibt die Leute verreisen ja, AIDA ist der Klassiker. Dann fahren die auf der AIDA und da wussten Sie schon, Frau Weiermann, dass Sie auf der AIDA auch vertreten sind. Sag ich, schön, dass Sie es mir sagen, ich hätte es sonst nicht gewusst. Dann machen die dann gehen die erstmal hin zum Braumeister und sagen, oh, ich komme auch aus Bamberg, ich kenne Frau Weiermann. Dann gibt der Braumeister ein Bier aus, freut sich, dass er mal irgendeinen kennenlernt, der nur halbwegs mit Weiermann was zu tun hat. Dann schicken die uns auch noch das Foto und dann schließt sich irgendwann der Kreis. Und das nennen wir den Happy Circle. Ist natürlich dann noch extremer, wenn die auf die Bermudas fahren oder Wilke, wo sind wir noch? Oder in Amerika, irgendwo in Montana und sagen, ha, wussten Sie schon, dass Sie auch nach Amerika exportieren? Sag ich, ja, wusste ich schon. Das ist ja auch, ich denke, wir sehen es ja bei uns auch bei den Mitarbeitern und sei es generell auch Freunde von mir, die unterwegs sind, die natürlich wissen, ich arbeite bei Weiermann und mir ist es selber erst wieder dieses Jahr im Urlaub passiert oder ganz am Anfang des Jahres war ich auf Sizilien. Und dort war eine ganz kleine Brauerei und ich komme in diesen Laden rein und die hatten Lampen gebastelt aus unseren Säcken. Ja. Und ich dachte, ich hatte mich vorher nicht informiert, ob die von uns was beziehen. Da kann man einen Schritt weiter rein. Und dann lacht man natürlich und man kommt ja natürlich auch direkt ins Gespräch. Und was man ja auch nicht dabei vergessen darf, das machen wir gleich, wenn wir nachher noch eine Führung machen, die Mälzerei hier, das ganze Gebäude, wenn wir uns die Fotos nachher von früher angucken, die Stadt ist ja, kann man sagen, um die Mälzerei gewachsen. Hier war nichts früher. Also ja. Schöner Hinweis, ja. Grünes Land und die Stadt ist um die Mälzerei gewachsen. Das darf man ja, also die Stadtväter lieben Bamberg und ja, wir sind ja ein gut gehender Industriebetrieb. Das hat jede Stadt gerne. Ja, klar. Ja, und das haben sie natürlich auch gerne, dass wir hier uns um die Brennerstraße so schön umtun, dass sie ordentlich ist und ja, wir sind einfach ein gutes Aushängeschild und machen ja auch den Namen Bamberg in der Welt bekannt. Mhm. Also neben den 2 oder 3 Brauereien, die Bamberg heißen, tragen wir den Namen Bamberg schon schön in die Welt. Ja. Und schicken da auch immer so ein Körnchen Motivation und gute Laune mit. Das ist besonders jetzt wichtig. Also ich kriege oft ein Schreiben, dass die Leute sagen, sie sind das einzige Konstante in meinem Leben. Und denke ich mir, oh, das Leben ist nicht gut, was der hat, wenn wir die einzige Konstante sind. Er wollte damit einfach sagen, wir liefern ja in einem regelmäßigen Rhythmus an den Brauer. Da können wir einen Kalender da drauf schreiben. Oft rufen wir den Brauer an und sagen, bitte überprüf dein Silo, das müsste leer sein. Und sagt er, stimmt, woher wusste der das? Ja, genau. Also wir sind wirklich für die Bürger von Bamberg, aber auch für unsere Kunden einfach eine Institution. Gibt es zwischen Ihnen und Ihrem Mann bei dieser Institution oder in dieser Institution eine Aufgabenaufteilung? Ja, wer total. Macht das? Muss ja sein, sonst würden wir uns ja täglich an die Köpfe kriegen. Dass ein Paar das zusammen in einer Firma arbeitet, ja. Das ist ja manchmal, Sie sagen, ist schon konfliktbeladen. Wie machen Sie das? Wo sind Ihre Aufgaben? Das ist eine Herausforderung. Also sagen wir so, ich will nicht sagen, dass es konfliktbeladen ist, Gott sei Dank nicht, aber es ist eine Herausforderung. Also mein Part ist, ich kann es gut umschreiben, ich bin zuständig für das äußere und innere Erscheinungsbild von Weiermann. Und da gehört alles dazu, was Presse, Marketing, aber auch Mitarbeiter, Gebäude, Innen, Außen, Verschönerung, wie wir nach außen auftreten auf einer Messe. Und mein Mann ist der geniale Stratege, der ist einfach ein geborener
Ingenieur und hat einfach super gute Visionen. Also mein Mann ist der Visionär und nimmt uns da auch alle mit. Was ist die Vision Ihres Mannes? Wo nimmt er Sie denn gerade mit? Auf welche Reise? Da gucken wir mal in die Glaskugel und in die Zukunft. Da haben wir im Moment unterschiedliche Visionen. Nein. Die Vision, die wir haben, ist, denke ich, jetzt gerade auch mit Corona, dass wir uns dass wir uns gut stabilisieren können. Und wir wünschen uns natürlich, dass wir diese schöne Position, die wir hatten, in 2 oder 3 Jahren wieder erreichen werden. Das ist unsere Vision. Da gehen wir jetzt einfach mal kleine Schritte und freuen uns über viele kleine Aufträge, die wir haben, dass wir einfach uns alle da gut durch diese Krise bringen. Also im Moment lässt die Krise keinen Platz für große Visionen. Ja. Also die ganz große Vision wäre, wenn es so weitergegangen wäre, wie der Jahreswechsel war, dass wir als nächstes Projekt einen Neubau auf unserem Gelände hier an der Böttcher Straße, bei dem LVZ, da hätten wir noch Platz, noch mal eine neue Metzgerei hinzubauen. Und also wir sind schon immer 5, 6 Jahre im Voraus, sind wir schon unterwegs. Und die Krise, Sie sagten gerade, wirft Sie um die 3 Jahre zurück in der Planung. Ich denke, das wirft die ganze Welt ein paar Jahre zurück, bis man sich wieder so erholt hat, bis alles wieder auf dem Level ist, glaube ich schon, ist es noch ein paar Jahre. Also ich glaube, es ist nicht so, dass wir dann sagen, oh, Oktober ist alles wieder wie vorher. Unwahrscheinlich, auf jeden Fall, ja. Unwahrscheinlich, also. Ihr größter Markt und Treiber leidet ja gerade auch sehr. Das ist ja relativ unüberschaubar, was dort drüben passiert. Aber in den USA. Wir sehen es noch nicht an einbrechenden Zahlen. Also es geht noch, für das, was wir an Nachrichten bekommen, sind die Absatzzahlen noch okay. Also. Man sprach ja schon im Vorfeld von einer Stagnation des Wachstums dort. Aber das spricht man ja schon von 20 Jahren. Also seit 20 Jahren spricht man von einer Stagnation. Und es geht immer noch ein Stückchen weiter. Es wird vielleicht nicht so boomhaft weitergehen, aber da kommt jetzt natürlich auch die Diversifikation in den vielen Ländern. Da ist einfach Südamerika entwickelt sich schon viel. Indien, China. Sie klingen trotzdem, es ist eine Form aus, oder eine Mischung aus Realismus und Optimismus. Wo holen Sie den Optimismus her? Immer ein Grundvertrauen. Ich habe einfach ein Grundvertrauen ins Leben. Also einmal lebe ich gerne, habe eine große Lebensfreude und habe einfach ein Grundvertrauen, weil wenn ich kein Grundvertrauen hätte und den Kopf in den Sand stecke, ändern sich die Bedingungen um mich herum auch nicht. Dann mache ich lieber meine Hausaufgaben, mache Schritt für Schritt, mache das, was ich machen kann und fühle mich gut. Also ich habe einen großen Positivismus, das muss ich, das stimmt. Aber der ist mir, glaube ich, mit in die Wiege gelegt. Und eine Menge Energie, oder? Und eine Menge Energie habe ich auch. Ich habe viel Tatkraft, ja. Ja. Sie sind, glaube ich, 61? 62. 62? Muss immer nachdenken. Ja. Das ist so eine Frage. Gibt es ein Leben neben Weiermann oder nach Weiermann? Ich hoffe, dass es ein Leben nach Weiermann gibt, weil das wäre schlecht, wenn es zu Ende wäre. Leben nach Weiermann schaut dann so aus, dass ich mich mit meinem Mann auf eine Weltreise begebe, von einem Kunden zum anderen. Das ist das Leben nach Weiermann. Also ich kann Sie beruhigen, es gibt ein großes Leben nach Weiermann. Ich habe viele andere Hobbys, aber das ist natürlich mein Hauptlebenszweck und auch Werk. Also ich bin gestartet und sage, ich möchte diese Firma in die nächste Generation bringen. Da kann ich einen Haken dahinter machen. Also von daher kann ich mich jetzt zurücklehnen und sagen, Mission completed. Aber Sie haben Ihrer Tochter die Wahl gelassen. Oder war das schon immer klar, dass Ihre Tochter diejenige sein wird, die dieses Familienunternehmen übernehmen wird? Das war ziemlich klar und es war ihr auch ziemlich klar, weil sie es natürlich von uns auch gut vorgelebt bekommen hat. Ja. Also sie hatte jetzt nicht den Wunsch, Biologin im Amazonas zu werden.
Aber es ist ja toll, wenn das so klappt. Also es ist ja gerade in Deutschland gerade so ein Problem, dass sehr viele Unternehmen, mittelständische Unternehmen, gerade so den Bereich von Erbfolge sozusagen klären müssen. Das läuft bei vielen ja extrem unrund. Und also es ist auch nicht einfach. Also ja, das besprechen wir immer wieder. Das ist nicht einfach, das ist schwer. Also die Trennung zwischen Tochter und Nachfolgerin, zwischen Geschäftspartnerin und Ehefrau, zwischen Ehemann und Mitgeschäftsführer ist einfach schwer. Und dann, wenn wir es nicht trennen, kommen wir in die angesprochenen Konflikte. Ja. Aber wir sind ja lernfähig. Wir lernen es ja zu trennen. Also noch schwieriger war es, wie wir hier auch noch gewohnt haben. Dann ist es Ist das tatsächlich das ehemalige Wohnhaus, wo man da drauf guckt? Das habe ich mir schon fast gedacht. Genau, ja. Das war wunderschön, genau. Ja. Aber jetzt haben wir uns ja alle so, haben wir uns eingebaut und wir verladen ja von morgens um 6 bis nachts um 11. Da ist nicht so wirklich, kehrt selten Ruhe ein. Dann kommt auch nochmal die Feuerwehr, ist auch nicht entspannend. Ja, also es ist eine Aufgabe. Also ich denke mir, mit dem eigenen Mann eine Firma zu leiten, ist eine Aufgabe, wobei wir beide nicht die Konflikte haben, sondern die Konflikte kommen durch die Mitarbeiter, wenn Mitarbeiter meinen, sie können uns ausspielen. Aber das haben wir relativ bald erkannt, dass wir da sagen, Moment, das werde ich erst mal mit meinem Mann besprechen. Aber wir beide sind uns super einig. Das hat was Familiäres. Das ist ja familiäre Strukturen. Das ist ja auch familiäre Strukturen. Gegen den Vater ausspielen. Ja, es ist ja auch. Ich denke, ein Familienunternehmen hat auch immer familiäre Strukturen und hat ja auch die kurzen Wege irgendwo. Das zeichnet ja ein Familienunternehmen auch aus. Wir hatten gerade eben noch mal kurz die Zahlen. Sie sagten, das erfolgreichste Produkt können Sie nicht benennen. Aber Sie können bestimmt noch mal, damit wir das nicht ganz vergessen, uns sagen, wie groß denn die Zahl der Exporte ist und der jährliche. Also wir können sagen, dass wir einen hohen Marktanteil in Deutschland haben. Der liegt bei den Spezialmalzen sicherlich bei 70 oder 80%. Und wir haben einen hohen Exportanteil, der liegt bei 80%. Und wie viel wird hier im Jahr hergestellt? 140.000 Tonnen. Kann man das einfach auf 365 runterbrechen? Oder wie viel Korn wird hier? Auf 365 Tage runterbrechen? Am Tag durchgeschleust. Oh, das müssten wir mal nachrechnen. Aber Mengen, das sind ja riesig. Es ist einfach viel. Ich erkläre es gerne, dass ich sage, ein LKW hat 25 Tonnen. Und dann wird es natürlich eine große Zahl. Diese ganze Menge muss ja erst reinkommen als Malz, als Gerste und geht dann als Malz wieder raus. Aber sie geht ja nicht nur in Bamberg rein, sondern sie geht auch in Haßfurt und Klingen rein. Also es ist ja verteilt auf die drei Standorte. Aber es ist eine Menge. Deshalb sagen wir auch, wir beeinflussen 50.000 Biere auf der Welt mit dem Körnchen Farbe und Geschmack. Das dunkle Bier war das, was die Geschmacksknospen einst zum Erblühen brachte. Das nicht ein dunkles Stout. Bier, ein Stout. Genau, ein tiefdunkles, ein schwarzes. Eine Stufe höher. Dunkles Bier, finde ich, ist man ja von Bayern schon gewohnt. Ja, das ist richtig. Aber ein Stout, habe ich mir gedacht, wo kommt denn das jetzt her? Von dem Coffee Stout ist heute mein Lieblingsbier. Oder ein Coconut Porter. Aber damals habe ich gedacht, boah, also das probieren wir später noch. Genau. Von den stark gehopften Bieren ganz zu schweigen. Wenn ich heute in Franken ein Bier trinke, denke ich mir, die hätten auch noch ein bisschen Hopfen reintun können. Weil einfach meine Zunge sich so angepasst hat an dieses extreme amerikanische Geschmacksprofil. Also ich benenne jetzt immer Amerika, ich könnte jetzt genauso gut Italien benennen oder gibt ja, das sind sie ja auch super kreativ. Ja. Ja, ist schon toll, was da passiert ist. Oder? Ja, genau. Unsere Italiener sagen ja immer, sie wünschen sich, dass sie den technologischen Background der Deutschen hätten mit der Kreativität der Italiener. Genau. Also wir schulen ja immer unterschiedliche Länder, laden ja zu uns ein und machen eine Woche brauen und destillieren und das ist ein guter Austausch. Und da sagen die dann immer ein bisschen von eurem Wissen und unsere Kreativität. Ich denke mal, Sie werden dann wahrscheinlich auf Ihrer Weltreise noch ganz viel Wissen weitergeben können, dann nach der Weihermann-Zeit. In 35 Jahren lernt man einfach viele Brauereien kennen und viele
Themen abzuhandeln. Also das ist ja auch das, was uns so auszeichnet, dass wir auf so einen großen Erfahrungsschatz, also jetzt nicht nur Thomas und mich, sondern dass wir als Weihermann auf so einen großen Erfahrungsschatz zurückblicken können. Ein Erfahrungsschatz verkleidet in Gelb und Rot. Genau. Nicht sogar verkleidet, ausgeprägt oder so. Verkleidet wäre es ja nicht so authentisch. Ich habe gesehen, jetzt sogar ein Büro in Gelb-Rot, oder? Die ganze Firma ist gelb. Ist der Fußboden überall gelb? Ja. Unsere Autos sind rot, unsere... Nicht nur das Auto ist rot, wir fahren ja auch mit unserem Weihermann-Zeichen auf dem Auto. Genau. Wir haben ja praktisch das Logo vorne. Wir können nur zwei Autos kaufen, Skoda oder BMW, weil auf die anderen Autos geht unser Logo nicht drauf. Ein unangenehmer Wahl. Ja. Also wir werden noch ein paar Sachen rot-gelbe Elemente nachher auf die Führung sehen. Genau. Also es ist kein guter Tag, wenn ich irgendwo was Dunkelblaues oder was Grünes in der Firma entdecke. Christian trägt heute blau. Das ist jetzt unsere, aber er hat den roten Schriftzug. Immerhin, ja. Aber Christian erzählt auch ganz begeistert, dass das die amerikanischen Brauer gerade so stolz sind, wenn sie diese Overalls bekommen oder so, als gute, gute Kunden. Ja. Nicht als gute Kunden, sondern sie müssen sie sich verdienen. Ach. Okay. Indem sie eine Medaille gewinnen und nicht irgendwo eine Medaille gewinnen, sondern beim Great American Beer Festival. Ach was, okay. Also sie haben ja nicht diesen, mittlerweile schon, kann man bei Siebels in Chicago brauen lernen, aber das hatten sie ja früher nicht. Sie hatten ja nicht diese Studienabschlüsse, wie wir sie haben. Und damit war das das Zeichen für einen Brauer, wenn er eine Medaille gewonnen hat mit unserem Malz, dann konnte er zu den anderen Brauern sagen, ich kann es unterscheiden, das Wintergerstenmalz aus Amerika gegenüber dem guten, flavorvollen Malz aus Deutschland. Und dann haben wir gesagt, das ist ja super, wenn das so einfach geht. Wir hatten vorher erst ein Jeanshemd, aber das kam nicht so gut an. Und dann hat die kanadische Vertriebspartnerin gesagt, warum macht ihr denn nicht die roten Overalls? Habe ich gesagt, du kannst doch nicht am Kunden den Overall schenken, den die Mitarbeiter anhaben. Er hat gesagt, doch, das ist der Hammer. Und es ist auch der Hammer. Also das sieht man ja, wenn diese Medaillen vergeben werden, die gehen ja dann teilweise mit den den Overalls vom Vorjahr auf die Bühne. Und dann muss man noch was dazu sagen, die Amerikaner haben ja eine andere Größenordnung, wie wir sie haben. Wir sagen schon immer, messt bitte richtig nach, dass er auch passt. Manchmal passt er überhaupt nicht, dann hängt er einfach so in der Brauerei. So wie bei Herrn Wilke und bei mir das Diplom an der Wand hängt, hängt bei dem der rote Anzug an der Wand. Das ist einfach mega. Und dann sagen natürlich die Brasilianer, wir auch so einen Anzug haben. Habe ich gesagt, sorry, geht nicht. Nur, also wir haben es jetzt etwas erweitert, Great American Beer Festival, European Beer Star und World Beer Cup. Also okay. Da, wenn er gewinnt, wenn er gewinnt und hat in seinem Bier mehr als 50% Weihermann Malz. Ah, okay. Sonst hat natürlich einer geschrieben, super, ich habe 3% Carafar in meinem Malz gehabt. Dann haben wir gesagt, sorry. Das reicht nicht. Da sind Sie streng. Ja, da bin ich streng, weil sonst sind wir ein ganzes Jahr mit den Overalls beschäftigt. Das ist also. So ist es, wenn es zum Kult wird. Also ich glaube, das kann man sagen. Ich glaube, Weihermann ist einfach kultig geworden. Kultig deshalb geworden, weil sich der Kunde so auf die Qualität verlassen kann. Und weil wir uns natürlich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt vorgenommen haben, vor Ort bei dem Kunden zu sein. Das ist jetzt in Amerika besonders wichtig, weil die ja schon teilweise mit abenteuerlichen Sudhäusern begonnen haben und es sich dann so stufenweise upgraden. Und das haben wir da einfach erkannt, dass wir gesagt haben, Mensch, wir haben das Wissen und ihr habt die Begeisterung. Das werfen wir zusammen in einen Pott und es gibt ganz viele Brauer, die zu Thomas auf die Messe kommen und sagen, Thomas, mach mir ein Rezept. Das letzte hat eine Goldmedaille gewonnen. Also wir können da einfach unser profundes Wissen teilen und es fällt da auf super fruchtbaren Boden. Das ist es natürlich in Deutschland nicht so, weil wir da ja vielen studierten Brauern begegnen und jeder hat seine vorgefasste
Idee. Und der sich das aber auch ändern. Also das kann ich ja aus meiner Erfahrung, können wir ja so später auch nochmal drüber sprechen, sagen, dass da doch auch, ich da immer mehr merke, dass dort auch Leute sind, die am Anfang noch gedacht haben, naja, wofür brauche ich denn Hilfe? Genau. Und aber dann, als sie gemerkt haben, es hat funktioniert, immer wieder sich melden. Ja. Also, und das ist ja das Schöne und das muss man, denke ich, darf man auch stolzerweise so sagen, das kann halt auch niemand anders außer die Firma Weyermann. Ja, weil wir einfach den Kompetenzpunkt so in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach, wir sagen ja immer, natürlich verkaufen wir dem Kunden was, aber wir verkaufen ihm jetzt nichts, was er nicht braucht, sondern wenn er unsere Produkte verwendet, wird sich die Qualität seines Bieres entweder in der Farbe oder im Geschmack auf angenehme Weise verändern. Mhm. Sind Sie eigentlich manchmal traurig, dass alle Welt über den Hopfen spricht und es sogar den Begriff Hopheads gibt, aber der Begriff Maltheads irgendwie nicht stattfindet? Nee, ich bin gar nicht traurig, weil ich sehr zufrieden bin, dass ich die Spezialmalze aus einer ganz unbekannten Ecke salonfähig gemacht habe. Also bin ich nicht traurig, weil ich weiß ja, dass es anders ist. Gar nicht. Also, ich mache nichts traurig. Ja, auch das kann ich aushaben, kann ich aushalten. Ja, ist alles gut. Ja, die arme Hefe wird ja auch nicht richtig gewürdigt. Genau. Es gibt ja auch keine Yeast-Tats, also insofern. Ja. So. Ist okay. Dem Wasser spricht auch keiner zu. Genau. Also es ist okay. Allein der Hopfen, der Hopfen. Ich finde, er ist halt einfach auch so viel, wie soll man sagen, die Leute können dann seltsamerweise mit Hopfen so viel mehr anfangen als mit Gerste, wobei Gerste doch in so und Malz in so vielen Lebensmitteln drin ist. Wir begleiten ja den Kunden vom Frühstück, wenn er jetzt einen Getreidekaffee trinkt, bis zum Mittagessen, wo wir seinen Apfelsaft oder den Aceto Balsamico mit dem Röstmalzextrakt färben, bis zum Bier, zum Whisky, zum Brot am Morgen, zum Keksriegel. Das kann der Hopfen gar nicht aufweisen. Aber trotzdem können die Leute mit Malz ganz wenig anfangen. Es geht mir immer so, dass sie, was machen sie? Malz. Ach, sagt er, das kenne ich. Das ist ja das Grüne, was an den langen Stangen wächst. Sag ich, das war die 50-50 Chance, sie haben sie vertan. Das ist es nicht. Und es ist ihnen natürlich auch gar nicht bewusst, wie lange Braugerste braucht, bis sie aufs Feld kommt. Das sind 13 Jahre Versuche. Und es wird immer wieder weiterentwickelt. Darüber wird, es ist einfach nicht so im Fokus des Verbrauchers, obwohl es so im Alltag Malzbonbons noch. Mhm. Und wenn ich dann sage Malz, dann sagen die Leute, kenne ich, Malzbier. Sag ich, und was noch? Ja, Malzbonbons. Sag ich, und was noch? Whisky. Und noch, und dann kommt irgendwann Bier. Das ist ganz, ganz frappierend. Unsere Mission, das zu ändern. Genau, unsere Mission. Hier bekehren wir alle. Mission ist ein schönes Stichwort. Wenn wir jetzt, wir haben ja schon ein bisschen in die Zukunft geschaut, aber wir hatten ja dieses Bild dieses unerschütterlichen Gebäudes. Die alte Dame, die da steht, in roten Steine geschlagen. Wenn Sie sich jetzt wünschen könnten, was die noch ganz speziell, ganz genau einmal erleben sollte. Was würden Sie ihr denn wünschen, der großen Dame? Ich würde ihr wünschen, dass sie weiterhin so viel frohes Lachen und tatkräftige Menschen um sich erleben darf, wie sie das in den letzten 30 Jahren erlebt hat, dass sie einfach diesen Zusammenhalt erleben darf und diese gute Motivation, die aus positivem Denken entsteht. Wir haben immer eine Schlussfrage. Die Inselfrage, die können Sie wahrscheinlich ganz einfach beantworten, wenn Sie schon sagen, es ist ein Stout. Sie werden auf eine einsame Insel verschlagen, das müsste dann eine kalte Insel sein, wahrscheinlich für das Stout. Haben Sie da ein spezielles, was Sie mitnehmen würden? Ein spezielles Bier oder einen speziellen Gegenstand oder einen speziellen Menschen? Nee, tatsächlich in dem Falle ein spezielles Bier. Und das ist dann aber auch immer da, so viel Sie davon haben wollen und immer frisch verfügbar. Da bleibe ich bei meiner Wahl. Ich würde einen Coconut Porter mitnehmen. Mhm.
weil es ja vielleicht auch eine tropische Insel wäre. Ich möchte jetzt möchte Herrn Wilke nicht zu nahe treten, aber ich bin jetzt kein so Kältemensch. Ich möchte jetzt nicht auf einer Nordseeinsel sein. Ich stelle mir da immer eine tropische Insel vor und da wäre mein Coconut Porter wunderbar. Gibt es da irgendeine spezielle Marke, die eins macht, wo Sie sagen, so, das ist das, was ich dann immer eher im Kühlschrank hätte? Also meine Starter-Variante ist Maui. Aha. Das ist ja auch ein guter Kunde von Weiermann, den ich seit 30 Jahren begleite. Und natürlich unser eigenes Coconut Porter, was der Braumeister zu meinem 60. Welche Nummer hat das? Probieren wir mal. Das ist eine gute Frage. 60. Wahrscheinlich 60. Danke, zum 60, oder? 60, oder? Ja. Das erklärt auch, warum die Biere Nummern haben. Weil wir uns gedacht haben, wenn jetzt ein Bamberger nicht aussprechen kann, RIPA oder IPA, dann kann er sich doch immer an die Nummer erinnern. Das ist schlau. Und man kann natürlich mit den Nummern auch schöne Daten legen und das war die Idee der Nummern. Und die 26 hat ja gerade was gewonnen. Die 26, das ist Wiener Lager, hat das beste Lager beim Meininger Bier Award. Finden wir einen schönen Erfolg und drei weitere Biere noch dazu. Also es ist ein schöner Erfolg für unsere internationale Brew Group. Herr Fördner hat ja lange in Korea gelebt, wird begleitet von einem Brauer aus Guatemala, einem aus Eritrea, zwei aus Erlangen und einem aus Miesbach. Aber es ist ein schönes Beispiel, wie der bunte Mix da ist. Und das tut uns einfach gut. Ja, das ist ein schöner Erfolg. Da freuen wir uns immer, weil wir ja sowohl die Bäckerei als auch die Braumanufaktur vorwiegend errichtet haben, um den Kunden zu motivieren, ein Bier zu brauen, was er bisher noch nicht gekannt hat. Das war für uns die Motivation, eine eigene Brauerei 2003 zu bauen. Einmal wollten wir ein super trinkbares Rauchbier machen, was uns mit unserem Schlotfegerler gelungen ist. Dass wir sagen, ein Rauchbier, was man den ganzen Abend trinken kann. Und natürlich auch, um Biere nachzubrauen, die wir in Amerika gesehen haben, damit die deutschen Brauer oder die europäischen Brauer mit diesen Bieren vertrauter werden. Auch das ist uns gelungen. Also wir können sagen, wir haben da eine große Pionierleistung gemacht. Und natürlich auch, unsere ganz große Pionierleistung war natürlich, dass wir begonnen haben, Malz in 25 Kilo Säcke abzupacken, was damals noch gar nicht gang und gäbe war. Das höre ich in Brasilien ganz oft, wenn ich sage, vielen Dank, dass du mal mit meinem Malz brauchst. Dann sagt er, du bist ja vielleicht lustig. Vielen Dank, dass du es überhaupt nach Brasilien bringst. Ja, das ist auch ein guter Aspekt. Also man sieht, das ist einfach ein guter Austausch. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja. Gerne. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den guten Spirit vermitteln. Auf jeden Fall. Absolut. Dass es nicht nur ein Marketing-Gag ist, sondern... Tja, eine beeindruckende Frau, die Sabine Weiermann. Fürwahr, hat Spaß gebracht. Ja, und den Spirit haben wir auch mitgenommen. Den Spirit haben wir mitgenommen. Und in Bamberg sagt man, bei den Weiermanns, da brennt es ja auch öfter, kleine Pfandnotiz am Rande, als wir dort zu Gast waren, fuhr irgendwann auch mal die Feuerwehr vorbei. Ja, war aber blinder Alarm. Genau, ist nichts Großes gewesen, insofern alles gut. Genau, das war der erste Teil der Weiermann-Story sozusagen. Und es wird einen zweiten Teil geben in einer Woche. Das ist das Interview mit dem Christian Wilke, der ist Kundenberater bei Weiermann und hat uns da ganz toll rumgeführt. Und darauf freuen wir uns auch schon sehr, den rauszuhauen. Brennt unter den Nägeln sozusagen schon seit Ende Juli. Was haben wir noch? Termine sind im Moment ja so ein bisschen rar. Termine sind rar, die Braubeviale findet jetzt auch rein digital, rein virtuell statt. Da wird es kein Hybridmodell geben, wie zuerst angekündigt. Das ist so die letzte Meldung, die ich vernahm. Und insofern wird das, denke ich, für den Rest ein relativ ereignisarmes Jahr, was Live-Veranstaltungen angeht. Womit wir uns aber schon mal intensiv beschäftigen können, ist die Bierversorgung in der Weihnachts- und Adventszeit.
Genau. Ich denke, die wird ja mehr heimlich sein. So. Genau, und dafür gibt es ja seit einigen Jahren wunderschöne Bier-Adventskalender. Und auch wir haben einen bekommen von der Firma Foodist. Wir haben jetzt schon einen dort stehen, genau. Er ist orange mit weißen Lettern und da drinnen sind, wie sich das gehört, 24 Biere, kuratiert von Sophia Wenze. Liebe Grüße und vielen Dank für dieses feine Paket, haben wir uns sehr drüber gefreut. Jo, vielen Dank. Und außerdem haben wir noch einen Buchtipp. Unser täglich Bier gibt uns heute, heißt dieses Buch, verfasst von Esther Isaak und Freunde. Esther Isaak Schmidt-Bohländer, so heißt die Dame mit vollem Namen, war bereits zu Gast in unserem Podcast. Sie ist Hamburgs Ex-Bierlandkönigin und es war eine der frühen Folgen. Folge 6, glaube ich. Auf jeden Fall hat sie für dieses Buch rund 30 Autoren, also insgesamt sind es dann 31, um sich geschart und diese haben insgesamt 366 Texte verfasst. Ein Text pro Tag im Jahr. Also wir haben ein Schaltjahr mitgerechnet und jeder Text dreht sich um Bier. Ja, super. Genau, ein ganzes Jahr voller wunderbarer Biertexte. Wie gesagt, das gute Stück ist erschienen im Verlag Tradition. Es ist ein Kollektivwerk, das heißt, die Einnahmen werden dann fröhlich auch im Kollektiv verteilt. Ist also wirklich eine tolle Sache und ich durfte auch mitschreiben. Also ihr findet auch von mir ein paar Texte da drin. Sünje Nikolaisen ist auch dabei, Silvia Kopp ist dabei. André Krüger, Volker Quante. Da sind ein paar wirklich coole Leute dabei, die da sich zusammengesetzt haben und das gute Stück für euch zusammengeschrieben haben. Vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk. Vielleicht legt sich der ein oder andere das oder jemand anders, einer netten Person, unter den Christbaum. Könnte eine gute Idee sein. Ihr findet diesen Link und auch alle weiteren Infos zu dieser Folge in den Shownotes auf unserer Homepage www.hopcast.de. Außerdem findet ihr uns natürlich auf Facebook und auf Instagram. Folgt uns da gerne, da freuen wir uns und schreibt uns gerne News, Infos, Ideen, Anregungen oder konstruktive Kritik, wenn ihr da eine Anregung für uns habt zu den einzelnen Folgen. Wir freuen uns immer über Post. Genau. Meistens antworten wir sogar. Wir antworten eigentlich immer. Ja. So, ansonsten war's das für heute. Wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge, auf Weiermann Teil 2 und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ahoi. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Warum eigentlich Trier? Na, wegen des Rheins. Hopcast.